Was ist, wenn wir hier was... Ich das gesehen. Okay, oh, toll. Scheiße, jetzt hast du natürlich nicht gespeichert. Okay, wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, wo wir waren. Da sind wir wieder. Diesmal haben wir unsere Werte nicht vielleicht hundertprozentig gleich verteilt, ja, aus der Erinnerung, aber ja, wir gucken mal. Okay, also hier sehe ich nicht wirklich irgendetwas. Da kann er uns nicht irgendwie noch Zugriff auf andere Sachen geben? Also das Öffnen klappt halt nicht, ne? Kann man nochmal probieren. Das ist zu kompliziert für mich. Okay, wenn wir hier irgendwas hochheben. Aber wahrscheinlich ist das Teil unserer neuer Fähigkeit. Ne, die war vorhin auch schon rot. Bevor wir unsere Werte verteilt hatten in der vorherigen, vorherigen Versuch. Okay, nicht das, was jetzt so angezeigt wird nach dem Motto, rote Truhen sind einfach schlecht. Okay, können wir denn noch in andere Räume rein? Das ist zu kompliziert für mich. Wieso? Geh nochmal in den Thronsaal. Ja. So. Irgendein Zahlenschloss. Das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal zum König wollen, oder... Guter König, eure Weisheit ist einzigartig. Aber ich könnte mir natürlich überlegen, wenn man den König hier kaputt haut, dann... ist der, das ist das Stück Papier, was wir da hinten bei der Schaufel haben liegen lassen. Das haben wir diesmal da abgestellt. Wir können jetzt trotzdem nochmal zu dem Quartiermeister gehen. Vielleicht hat der jetzt ein... Moment. Wer sagt das? Geh hin, andere Platz! Als wir das erste Mal hier reingegangen sind, war, hier ist ein Schloss, aufhören zu reden. Kann man hier irgendwie belauschen? Ich hoffe, die werden irgendwann zurückgesetzt. Wahrscheinlich, wenn man die Etagen wechselt. König krank. Zu viel Kuchen essen. Zu viel Problem. Itzak ist hier. Essen für ihn, wenn besser fühlen. Okay. Na, du schnell machen! Goblin König bekommt viel Ärger, wenn Trolle nicht bald wieder an Arbeit gehen. Ja, nur wie? Weg, du geh, Stinkmensch! Wir brauchen den scheiß Götzen. Zuck, so dumm sein! Wer sagt das? Wer ist Zuck? Er ist doch bestimmt... Er hat so ausgebrochen. Ich rieche es. Okay, vielleicht müssen wir mit irgendjemandem reden. Wieder einmal in eine Sackgasse. Kann man vielleicht hier irgendwie wo lang springen? So, geh noch mal. Also hier muss ja irgendwo was sein, ne? Ja. So, wir gehen jetzt noch mal kurz die Fakten durch. Der Artok, der hat sich merkwürdig verhalten. Als würde der was verstecken. Wer Artok? Doch, Artok war das, ne? Der Quartiermeister. Ja, genau. Also der. Dann gehen wir mal zu ihm ins Zimmer. Und natürlich am besten, wenn er nicht drin ist. Okay. Kann ja nicht weg. Verschwinde! Ja, verschwinde du. Warte, er geht? Scheiße. Bin eingesperrt. Vielleicht sind die jetzt resettet? Ja, hoffentlich. Hm.
Warte. Ja. Haben wir vielleicht irgendwie was nicht genug rumgeschoben? Den Dolch wegwerfen. Genau, den haben wir noch nicht weg. Das ist der Dolch, das ist der Dolch. So, jetzt kommt er aber leider wieder. Ah, können wir damit die Truhe öffnen vielleicht? In der Waffenkammer. Darum hat der König das vielleicht auch bei uns geöffnet. Es ist nichts passiert. Perfekt. Perfekt. Das perfekte Verbrechen. Ja, du stehst natürlich genau an dem Spot, wo wir gerade hängen geblieben sind. Oh, ich hasse das Menü, ey. Man kann alles anklicken, was einen dran hindert, wirklich abzuspeichern. So. So. Das würde jetzt nur logisch sein, oder? Jetzt entweder ist das für die Tür oder für die Truhe. Ja, genau. Vielleicht für beides. Ah! Das war eine Falle. Daher war die rot. Ah, okay. Da war aber der Götze drin. Ja. Wieso kriegen wir eigentlich nie Schaden? Wieso ist eigentlich das Ding jetzt hier so weit nach rechts gerückt? Ich hab keine Ahnung. Nimm den mal. Oh, scheiße, ist der Götzen groß. Ja, dann. Wir nehmen den schon. Ja, ja, wir brauchen aber. Okay, wir können ja erstmal Zeug loslassen. Nee, nicht das Kleinkram. Hier, nenn mal den großen Fleisch. Tu mal raus. Den nehme ich aber noch mit. So. Das können wir uns ja gleich wiederholen. Wir brauchen es ja nur als Beweis. Ah, oh. Das ist doch Artok. Mein Schatz, ich dich verfluche. Ich Goblin-König sein könnte. Ich Kuchen essen könnte ganzen Tag, sogar ganze Nacht. Alutar, großer Doofmann. Er nix verdient Krone. Er kann nix mal kommandieren, dumme Trolle. Aber das alles dein Fehler. Wir müssen ich kämpfen. Dich töten, weil du mich vermasselt, Krone. Wieso verlieren wir keine Leben? Was egal ist. Ah doch, wir verlieren Leben. Oh, sein Schwert brauchen wir auf jeden Fall gleich noch. Beziehungsweise, wir haben ja noch ein anderes Schwert unten da in dem Dingsraum, ne? Bleib hier, kämpf! Okay. So. Wo ist dein Schwert? Wo ist dein Schwert? Okay. Lederrüstung. Puh. Brauchen wir nicht. Cash. Verfluchter Ring des Elends. Oh, das können wir ja mal. Stärke minus 2. Also macht ja nur alles minus. Ach so. Hä? Kleiner Metallschlüssel. Ja, den sollten wir mitnehmen. Ich hab keine Ahnung. Ach, scheiße, den muss ich einzeln loswerden. Ja, dann werd doch mal andere Items los. Ja, wir haben von allem ziemlich viel. Ja, der Truhenschlüssel ist ja theoretisch wertlos für uns. Aber vielleicht öffnet der noch die andere Tür. Ja, hast du jetzt mitgenommen? Ah ja, okay. Ah, okay, ich weiß, wofür der ist. Das ist die große Frage, ob der noch für was anderes ist. Ja, wir können ja mal gucken, oben in der... Ich speichere mal aber trotzdem noch über einen neuen, falls die jetzt alle aggressiv sind. Mein Rücken wehtut. Er hat die auch alle niedergeschossen. Und direkt den Helm.
immer bescheuert. Der hat ja die alle niedergehauen, oder was? Was sagt das Schwert für Kurzschwert 50-50? Was haben wir um? Also, das können wir auf jeden Fall tauschen mit dem, was wir haben. Ja, okay, es ist halt halt. Halt mal noch. Den Schlüssel müssen wir auf jeden Fall. Die Fackel können wir noch nehmen. Kleiner Metallschlüssel. Ja, den müssen wir eigentlich auch noch irgendwie ein. Ja. Was ist das? Orange-Schwarz. Ach so. Das hast du schon angefertigt. Ist egal, wir packen mal die. Also wir kommen ja gleich hier wieder und snacken alles ein. Das heißt, von mir aus packt die. Der Mörser. Die Mörser weg. Hier ist nichts Verdächtiges passiert. Sprech dir mal an. Weg, du geh, Stinkmensch. Okay. Ich stinke nicht mehr. Jetzt ist unser Dings aber wieder richtig, unsere Anzeige. Aber wir heilen uns zu schnell selber, ey. Das ist ja schon fast eklig. So, guck mal rechts in den Raum. Also. So, wir haben jetzt zwei Schlüssel, den goldenen und den. Okay. Der Mörser. Die Mörser, ey. Ich habe hier keinen Schlüssel ausprobiert. Nein, nein. Ah, oh, er ist wieder zurück. König Furz. Ah, vielleicht aber bei dem anderen. Mich lasse allein. So, wollen wir einfach probieren, neben den das zu öffnen? Verschlossen. Verschlossen. Okay, ja, war ja auch klar. So, dann geht trotzdem nochmal. Aber hier muss doch irgendwo die Zahlenkombination auch zu finden. Ja, vielleicht ist sie ja in der Truhe und man kommt in drei Leveln hier erst zu. In welcher Truhe? Hä? In welcher Truhe? Neben der. Ach so, okay. Neben dem Thron. Ja, macht Sinn. Hier haben wir noch. So, wir gehen erst zu Itzhak, würde ich sagen, wenn der noch in der Küche rumhängt. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich zum Trollkönig und dem das wiederbringen. Ah, hier sieht's aus wie Sau. Ja, mach mal sauber. Na, du schnell machen. Ja, okay. Da muss man wahrscheinlich den wieder sein Essen verderben, damit der wieder auf den Pott geht und dann kann man das Ding ja, öffnen. Wahrscheinlich. Mach ich schon selber, kein Problem. Unser Diamant. Zug. Wer ist Zug? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie der geschrieben wird. Mit Z, Doppel-O-K oder S. Oh Gott, Moment, wir müssen zum König. Der ist jetzt hier links. Ja. Ist wieder links, ne? Jetzt da. Mahlzeit. Danke. Trolle bekommen Götzenbild zurück. Götzenbild wurde Trolle gegeben, als wir noch lebten draußen mit König Nock. Ich glaube, es ist nun an der Zeit, uns gegenseitig zu helfen. Ja, jetzt wird dir helfen. Meine Leute räumen Felsen aus dem Weg. Unter Glockwort. Ja, genau. Okay, aktualisiert. Tagebuch aktualisiert. Sollte nun wieder frei sein. Der Weg, wahrscheinlich. Ja. Die Passage zum außenbrausenden Menschen sollte nun wieder frei sein, alles klar. Okay, so, oh, plötzlich so, blöpp. Okay, dann gehen wir mal zurück jetzt. Ich glaube, wir können oben durchs Fenster steigen, ne? Ja. Und gehen nochmal kurz ins Königreich der Goblins und sammeln unseren Shit wieder ein, der zumindest sinnig ist. Sollen wir den Diamanten auch mitnehmen? Platz ist so gering. Wir können ja erstmal hier mitnehmen und gucken gleich nochmal. Die nehmen nur so ein Viertel weg, ne? Ja. Schade. Wir können auch gleich nochmal gucken, ob wir ein paar unserer... worauf wollte ich hinaus? Ich hab... In Arks Handeln oder öffne was? Öffne das Tor und lass mich ein. Ein paar unserer Sachen loswerden? Ne, guck nochmal in dein Inventar. Ob wir die Schlüssel, die explizit für hier waren, also der Thronschlüssel und der goldene Schlüssel hier,
dass wir den hier irgendwo einräumen. Guck mal, der passt ja nicht mehr drauf auf. Das heißt, wir können gucken, ob das Schild... Die packen wir mal hier rein. Nee, der andere Schlüssel, der war zu was anderes. Der hier war der andere war das, ja. Ich weiß allerdings nicht mehr, wofür der genau war. So. Das waren die großen. Und das Werkzeug zum Schmieden. War das das zum Schmieden, da braucht man nur einen Amboss für. Das sind eigentlich nichts anderes als Waffen, glaube ich. Als kleine Waffen. Da, sein Säbel hatten wir noch nicht angenommen. Stimmt. Hat der mehr Schaden? Dazu fehlt es mir noch an Fähigkeiten. Ja. Hier die Pantoffeln hier links. Speicher vorher. Aber guck mal, ob wir uns die Beinschiene. F1. Haben die denn mehr? Plus 5. Minus 2 Magie, minus 2 Schutz vor Magie, minus 2. Ja, die haben nur. Ja, gut, irgendwas. Die sind nur fast komplett kaputt. Ja, okay. Die lege ich aber auch noch hier neben der Rüstung. Warte mal. So, dass wir immer, wenn wir hier reinkommen, sehen können, ob wir das gebrauchen können. Ja. Jetzt haben wir noch ganz. Den Ring? Also wir können den ja verkaufen. Ja. Die Flöcke weiß ich jetzt nicht, ob wir die noch mitnehmen sollten. Den Scheiß kann man eigentlich auch verkaufen, aber. Eigentlich müssten wir jetzt nochmal ganz oft hin und her rennen und Zeug verkaufen und kaufen. Ja, eigentlich verkaufen. Aber ich habe keine Ahnung, ob hier ein Händler ist. Ja, guck mal, wie wir uns jetzt anhören. Klimper, klimper. Also den Säbel haben wir jetzt immer noch nicht mit. Nee. Säbel. Ja, wir haben auch die andere Liste, das müssen wir nachmachen. Bastian schreibt gerade auf zwei Blättern. Säbel. Guck mal, der Troll ist weg. Ja, der Weg ist wahrscheinlich dann auch jetzt später frei zu der anderen Geschichte.